Okay, ich hatte einfach mal wieder Lust auf einen Vlog und deswegen filme ich jetzt hier einen Vlog. Deswegen herzlich willkommen, falls ihr hier neu auf meinem Kanal seid oder wenn ihr wiederkommt. Wenn ihr diesen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass ich eigentlich sonst eher Videos zum Thema Selbstständigkeit drehe, Gründen, teilweise auch Struktur im Alltag. Aber ja, ich hatte jetzt einfach mal Lust, so ein bisschen was einfach so mitzufilmen. Und das auf YouTube zu stellen, weil mir einfach so dieser ganze Prozess dahinter so Spaß macht. Also dieses Filmen, Snippets so im Alltag drehen und das Ganze dann irgendwie zusammen zu schneiden, das macht mir einfach total viel Spaß. Deswegen ist dieses Video jetzt wahrscheinlich eher für mich als für euch. Aber ich versuche trotzdem so ein paar hilfreiche Informationen mit reinzupacken. Genau, die euch im besten Fall irgendwie helfen oder inspirieren oder genau, einfach, dass ihr was mitnehmen könnt. Und wenn nicht, dann ist dann vielleicht im nächsten Video wieder was für euch dabei. Und genau, letzte Woche waren wir für eine Woche im Urlaub in Griechenland und das hat einfach mega, 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 mega gut getan. Wir waren in der Nähe von Thessaloniki, ungefähr 1,5 Stunden davon entfernt. Ich war da schon mal vor 4 Jahren mit einer guten Freundin von mir und das ist eigentlich in Anführungsstrichen nur ein super schönes Hotel, ziemlich weit ab vom Schuss, aber es hat einfach mal richtig gut getan, für eine Woche einfach abzuschalten. Also es war so ein richtiger Segen. Wir hatten auch super gutes Wetter, während hier in Deutschland das Wetter anscheinend nicht so gut war und ziemlich viel regnet und einfach schon herbstlich kalt war, war es in Griechenland einfach super schön, warm, sonnig. Also man konnte am Pool liegen, man konnte draußen sein mit Sonnenschutz und einfach noch so die letzten Sonnenstrahlen genießen. Das hat wirklich gut getan. Und auch die Möglichkeit, dass man gar nicht so viel machen konnte, war einfach auch super für mich, weil ich sonst einfach total im Entdeckermodus bin und das will ich machen, das will ich machen, das will ich entdecken und so weiter und so fort. Und deswegen hat es einfach mal gut getan, dass es gar nicht mal so viele Möglichkeiten gab und man einfach dann mal die Zeit hatte, einen Tag einfach dann am Pool zu sein und zu lesen und ein bisschen zu schwimmen. Und ich war dann trotzdem wieder im Entdeckermodus. Da bin ich dann so ein kleines bisschen wandern gegangen mit den Sportschuhen und habe dann auch einen ziemlich langen Spaziergang am Strand gemacht an einem Vormittag. Also irgendwie gibt es dann immer was zu entdecken und ja, die Zeit hat einfach total gut getan, weil einfach mein September richtig intensiv war. Also ich bin ja Selbstständige und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie so extrem überarbeitet habe, insofern, dass ich bis nachts gearbeitet habe oder so. Aber trotzdem bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, scheinbar hätte ich mir doch mehr Pausen gönnen sollen. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ich jetzt so mit in den Oktober, mit in die kommenden Tage, Wochen, Monate mitnehmen will, dass ich schon einfach ein bisschen bewusster darauf achte, wann ich Pausen nehme, wie ich dann meine Pausen gestalte. Einfach, dass ich nicht an so einen Punkt komme, so, oh mein Gott, ich brauche jetzt wieder Urlaub, ich brauche eine Auszeit, damit ich da dann wieder meine Batterien aufladen kann und dann wieder in dieses Wurscheln, 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 komme. Und von diesem Urlaub habe ich so 3 Sachen, die ich euch mal ganz kurz zeigen wollte. Und zwar 2 Sachen habe ich schon hier. Und die dritte Sache hole ich mal kurz noch. Genau, ich glaube, ich fange erst mit den Souvenirs an. Also da, wo wir waren, das ist eben der Olymp, der höchste Berg Griechenlands. Und da gibt es den ganz bekannten Tee. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der nur von diesem Berg kommt. Ob es den nur in Griechenland gibt oder so in diesen Ländern, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Den gibt es auf jeden Fall auch in Deutschland. Ich weiß aber nicht, wo ich ihn das erste Mal getrunken habe. Und zwar ist es dieser Bergtee. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Der ist anscheinend stimmungsaufhellend und gut für die Verdauung. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich wollte mir auf jeden Fall was davon mitnehmen, weil als ich den das erste Mal getrunken habe, wusste ich irgendwie gar nicht, was es ist. Und der Geschmack hat mich echt positiv überrascht. Also es ist wie so ein bisschen Minze, aber noch so ein bisschen süßlicher. Ich glaube, ich habe im Internet auch gesehen, dass manche das mit Salbei so ein bisschen vergleichen. Das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Und ich habe gelesen, dass es, glaube ich, auch so als griechisches Eisenkraut bezeichnet wird. Ich habe keine Ahnung, wie Eisenkraut schmeckt. Aber wie gesagt, ich finde, es schmeckt so ein bisschen wie süßliche Pfefferminze. Aber ja, ich finde, das ist eigentlich ein total cooles Souvenir. Und ich habe es mir halt jetzt einfach mitgenommen, weil ich super gerne Tee trinke. Und ja, das gibt es da eben in dieser Gegend. Aber ich habe es dann letztlich in Thessaloniki gekauft. Wir waren eine Woche eben
da am Olymp und dann sind wir nochmal für 2 Nächte, waren wir dann in Thessaloniki. Dann habe ich mir nochmal so ein Büschel hier mitgenommen. Und das zweite Souvenir, was ich mir mitgenommen habe, das ist so ein kleines Schälchen. Ich fand das einfach total schön mit diesem Gesprenkelten hier. Und so Schälchen, also ich glaube, wir haben schon tausende davon, aber irgendwie kaufe ich dann doch immer wieder eins, weil ich einfach die Größe so cool finde. Und das ist einfach so cool für, weiß ich nicht, Oliven, geraspelten Käse, eigentlich für alles. Und selbst wenn es nur irgendwie für Büroklammern ist oder irgendwas, finde ich das einfach total schön. Und genau, ich fand, mir hat dieses Grün einfach so gut gefallen und diese Sprenkel hat mich einfach gleich angelacht. Und in diesem Laden, wo ich das her hatte, da war ich auch schon mal vor 4 Jahren, der heißt Oli Kartessen, der ist eben in Thessaloniki und ich finde, dieser Laden ist total einen Besuch wert, weil es da eigentlich so ganz normale Sachen irgendwie gibt, also so Nudeln, Tee, Käse, Oliven, auch sowas wie Seife, Duftöl und solche Sachen, aber das ist irgendwie alles so, es sieht halt einfach so ganz besonders irgendwie aus, also so Honig dann irgendwie in so einem schönen Glas oder irgend so ein Aufstrich oder wie gesagt halt so ein Schälchen, Karaffe, alles mögliche. Gibt es auch einen ganz coolen Tee, habe ich gesehen, in so einer Blechbüchse und ja, ist einfach super für so Mitbringsel oder sich einfach mal was Besonderes da zu kaufen. Fand ich, ist einfach eine total schöne Adresse da und ja, einfach so ein bisschen Slow Living. Ist ein ganz, ganz kleiner Laden, aber super persönlich und finde ich einfach eine schöne Adresse. Kann ich auch gerne unten in die Infobox mal schreiben. Und gegenüber von diesem Laden ist dann noch so ein Concept Store irgendwie. Da gibt es dann so Kissen, Decken, Klamotten, so Kettchen, so Schlüsselanhänger und so weiter. Und ich habe mir in dem Partnerladen davon, habe ich mir so dieses Armband ganz spontan gekauft. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das sind so blaue Steine, also ein Türkis, glaube ich, ist es. Und dann eben solche kleinen Anhängerchen. Das fand ich einfach total schön. Und ich bin eigentlich sonst nicht so eine Person für Impulskäufe. Ich denke da immer viel drüber nach, bevor ich mir was kaufe. Aber das fand ich einfach so schön und passend. Und es hat mir gepasst an meinem Handgelenk. Deswegen habe ich das dann eben mitgenommen. Genau, aber sonst fand ich in diesem Concept Store die Sachen, da waren schon total schön und so. Aber ich habe dann da für mich nichts gefunden. Aber ich kann es auch gerne mal unten noch in die Kommentare, in die Infobox schreiben. Vielleicht ist es was für euch, wenn ihr irgendwann mal in Thessaloniki seid. Und die dritte Sache, von der ich erzählen wollte, das sind Bücher. Die hatte ich eben im Urlaub dabei. Ich hatte sie leider nur auf dem Kindle dabei. Ich werde sie euch aber entweder hier einblenden oder ein Bild zeigen oder irgendwie sowas. Und zwar heißt das Buch Alte Sorten von Ewald Ahrens. Vielleicht ist euch dieses Buch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr in einem Buchladen seid. Das hat ein ganz, ganz schönes Cover mit so, ich glaube, so alten Birnen. Und ich habe von diesem Buch schon sehr viel Gutes gelesen, dass es halt einfach so schön sein soll, bla, 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 bla und so. Und auch einfach dieses Cover ist einfach mega ansprechend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ich lese das jetzt einfach mal, weil es auf meiner Leseliste war. Und es hat mich auf jeden Fall überhaupt nicht enttäuscht. Also das war ein Buch, was ich jetzt wahrscheinlich in den kommenden Wochen, Tagen, Monaten super vielen Leuten empfehlen werde. Das Buch hat an und für sich nicht wirklich, also es hat eine Handlung, aber es ist nicht so, dass ich sage, man sollte es wegen der Handlung lesen, sondern einfach, weil der Autor, also Ewald Ahrens, einfach diese Situationen und so ein Gefühl so gut auf den Punkt bringt, das ist einfach, das packt mich halt dann einfach immer. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann, ob ihr das kennt. Das geht auch so ein bisschen in diese Richtung, wo die Handlung jetzt nicht so krass aussagekräftig ist, aber wo einfach das Buch so schön geschrieben ist, dass man mal schmunzeln muss und auf einmal kommen einem die Tränen und hat so ein ganz, ganz warmes Gefühl ums Herz oder im Bauch. Also ein wirklich schönes Buch. Ich lese euch einfach mal so den ersten Absatz vor. Ich habe keine Ahnung, ob man das darf. 1. September. Auf der Kuppe der schmalen Straße durch die Felder und Weinberge flimmerte die Luft über dem Asphalt. Als Liz mit dem alten, offenen Traktor langsam Hügel anfuhr, sah diese aus wie Wasser, das flüssiger war als normales Wasser. Leichter und beweglicher. Sommerwasser. Man konnte es nur mit den Augen trinken. Und das finde ich einfach so schön. Also diese Sprache zieht sich durchs ganze Buch. Und worum geht es eigentlich? Also es geht um die Liz, die ist ungefähr so 45, also Mitte 40, und die Sally, die ist, glaube ich, noch keine 18. Und beide Frauen haben auf ihre eigene Art und Weise irgendwie so ein Päckchen mit sich zu tragen, was für beide ziemlich unangenehm ist.
Und durch einen ganz kuriosen Zufall treffen sie sich dann und daraus entwickelt sich einfach so eine ganz besondere Freundschaft, obwohl der Altersunterschied doch recht groß ist und obwohl die Frauen eigentlich total unterschiedlich sind. Genau, entwickelt sich da so eine ganz zarte Beziehung und Bindung zwischen den beiden. Teilweise wird es dann auch ziemlich packend, aber ja, das Buch plätschert einfach total schön dahin und es ist halt auch ein perfektes Buch so für den Herbst, weil es spielt so vom 1. September, ich glaube so bis zum 15. Oktober. Und das ist einfach total schön für diese ganz klaren blauen Spätsommer oder diese ersten Tage vom Herbst. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und ich glaube, warum es mich auch so angesprochen hat, ist, weil das eben sehr viel mit der Natur zu tun hat und eben auch in Weinbergen spielt. Und ich war vor 2 Jahren arbeitslos und war dann bei einer Bekannten, jetzt Freundin, zur Weinlese. Als jemand, der sehr, sehr viel einfach mit dem Kopf, also sozusagen so im Kopf ist und natürlich halt auch viel am Schreibtisch arbeitet, hat mir das so gut getan, in der Natur zu sein und in der Natur zu arbeiten und mit der Natur zu arbeiten, weil man da einfach nochmal das Gefühl bekommt, dass man in so einem großes Ganzes eingespannt ist. Und das fand ich in diesem Buch auch nochmal ganz schön beschrieben und hat mich einfach sehr an diese Zeit erinnert. Deswegen würde ich diesem Buch, glaube ich, von 5 Sternen bestimmt 4,8 geben. Und weil mich einfach dieses Gefühl aus diesem Buch so gepackt hat und so begeistert hat, habe ich dann auch gleich das zweite Buch von ihm gelesen. Das heißt Der große Sommer. Da geht es um den Friedrich, der muss die Sommerferien zu Hause bleiben, während seine Familie in den Urlaub fährt, weil er versetzungsgefährdet ist und er muss mit seinem Großvater, den er überhaupt nicht mag, muss er lernen. Das ist eben dann auch die Beschreibung von diesen Sommerferien, von einem Sommer, der dann ganz, ganz viel ändert, wo er ganz viel Entwicklung einfach durchmacht. Das geht so um die Liebe, um die Freundschaft, um Stärke in der Freundschaft, auch so um Erkenntnisse zu den Großeltern und vor allem zu seinem Großvater, dass er die einfach nochmal besser kennenlernt. Und auch dieses Buch hat mir richtig gut gefallen. Ich würde aber alte Sorten dem großen Sommer vorziehen. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil ich dann verstanden habe, wie sich die Bücher aufbauen oder wie so der Erzählstil ist, dass ich dann vielleicht das einfach. Ich hatte es nicht über, das will ich gar nicht sagen, sondern dass ich einfach schon so dran gewohnt war und dass es mich nicht mehr so gepackt hat wie beim ersten Buch. Nichtsdestotrotz kann ich beide auf jeden Fall sehr empfehlen. Und danach habe ich dann einfach mal wieder Zeitung gelesen. Bin ja Zeitabonnentin und ich finde es auch einfach wichtig, hin und wieder die Zeitung zu lesen. Auch das schaffe ich im Alltag irgendwie super selten, was ich echt schade finde. Aber genau, dann habe ich einfach mal wieder ein bisschen Zeitung gelesen. Das war auch schön. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ich als nächstes lese. Ich habe auf meinem Handy so eine Leseliste. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das interessiert. Dann nehme ich euch da gerne mal wieder öfter mit. Mich würde auch interessieren, was ihr so lest. Wenn ihr irgendwelche Buchtipps habt, immer her damit. Meine Leseliste ist für alles offen. Und ich glaube, jetzt reicht es erstmal wieder mit diesem Intro. Ich werde mich jetzt an den Schreibtisch setzen. Wie gesagt, heute ist Mittwoch. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe, aber heute ist Mittwoch. Ich muss also noch so ein paar Sachen machen. Let's do it. Es ist heute Donnerstag, 16:30, also um 16:40. Ich habe jetzt gerade Feierabend gemacht, weil ich mich gleich mit meiner Schwester im Park treffe. Wir gehen noch eine Runde spazieren und ich freue mich sehr drauf, weil das Wetter einfach noch so gut ist. Es ist heute wieder so ein richtig schöner Herbsttag gewesen. Und ja, ich freue mich noch mal ein bisschen Sonne einzufangen und einfach ein paar Schritte zu zählen. Ich bin jetzt keine Verfechterin davon, jeden Tag total gezwungenermaßen 10.000 Schritte zu laufen, aber ich versuche schon so eine gewisse Alltagsbewegung einfach so reinzubringen und mittags mal einen Spaziergang zu machen oder jetzt eben am Nachmittag einen etwas längeren Spaziergang. Da freue ich mich jetzt drauf und werde jetzt gleich losradeln, ihr so ein paar Souvenirs aus dem Urlaub mitbringen. Genau, ich habe ein normales, langärmeliges Kleid an, Mantel, weil ich irgendwie bei diesen Temperaturen und gerade so am Abend dann nie wirklich weiß, wie kalt ist es eigentlich wirklich, werde ich frieren, werde ich schwitzen. Genau, ich hoffe, ich bin jetzt richtig angezogen und werde jetzt mal losdüsen. Ich zeige euch ganz kurz noch die Souvenirs, die ich meiner Schwester mitbringe. Und zwar einmal habe ich diese Bueno-Creme entdeckt. Das ist jetzt nicht wirklich was Griechisches, aber wir waren in diesem Laden, wo es auch den Tee gab und da habe ich das gesehen und ich dachte mir, das könnte ihr schmecken. Es ist ein bisschen besonderer als Erdnussmus oder Tahin oder was es da eben alles so gibt und habe jetzt das mitgebracht. Außerdem, ihr merkt, ich bin Schälchen-Fan, auch nochmal so ein Schälchen wie das, was ich euch schon gezeigt habe, nur mit blauen Sprenkeln. Ich hoffe, das gefällt ihr. Und dann noch eine kleine
Muschel, die ich bei einem Spaziergang gefunden habe und die ich super schön fand. Und genau, die schenke ich hier auch noch. Das Letzte, was ihr von mir gesehen habt, das war ja gestern, weil ich ja noch im Coworking Space war. Deswegen wollte ich jetzt mal ganz kurz noch mal ein bisschen Kontext geben. Es ist jetzt Samstagmittag. Ich bin gestern nicht mehr wirklich dazu gekommen, was zu filmen. Erstens, weil einfach total viel los war im Coworking Space und ich mich da nicht so wirklich wohlgefühlt habe, da jetzt einfach so Freestyle-mäßig zu filmen. Und außerdem habe ich nachmittags noch eine gute Freundin von mir getroffen, die ist vorbeigekommen und wir waren ein bisschen spazieren und haben noch einen Kaffee getrunken und ich habe mich dann abends nochmal hingesetzt, also so von 16:30 bis 8 oder so oder 9 habe ich nochmal gearbeitet. Und ja, ich wollte dann eigentlich noch ein Update geben, aber dann habe ich mich mit einem anderen Coworker ganz gut verstanden und wir sind zusammen zur Bahn gelaufen, deswegen hat sich das nicht mehr ergeben. Ich habe aber auch gemerkt, dass es jetzt einfach schön war, mal wieder so im Coworking Space zu sein, einfach weil man surrounded ist, also weil man umgeben ist von Menschen, Produktivität und weil es einfach echt nochmal schöner ist, als irgendwie zu Hause zu arbeiten. Und ich muss aber auch sagen, dass dieses Wochenende, beziehungsweise dass diese Woche jetzt einfach nach dem Urlaub so ein bisschen reinkommen war. Ich hatte jetzt bewusst nicht wirklich eine Routine oder eine krasse Struktur. Deswegen hat es auch alles total gepasst. Aber ich überlege, ob ich vielleicht nächste Woche auch nochmal einen Vlog mache, wo ich so ein bisschen mehr Struktur und Routine wieder mit reinbringe. Einfach, weil ich auch wieder mehr zu tun habe. Und vielleicht nehme ich euch dann da auch mit, weil ich da dann auch wieder öfter im Werk 1 bin, also beim Coworking Space. Und dann vielleicht auch einfach ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Einfach so zur Routinestruktur, wie es jetzt bei mir so läuft als Selbstständige. Aber diese Woche hat es gut getan, das alles so ein bisschen lockerer anzugehen. Deswegen hat es für mich auch total gepasst, dass ich gestern erst um, keine Ahnung, 11 oder so angefangen habe zu arbeiten. Und dann eine super lange Mittagspause eben hatte da mit meiner Freundin und dann eben in den Abend reingearbeitet habe. Ist normalerweise nicht so bei mir. Also ich habe schon eigentlich eine ganz gute Struktur der Routinen und das tut mir auch gut. Aber jetzt, letzte Woche war es total in Ordnung. Genau, und jetzt am Wochenende, ich dachte, ich nehme euch einfach auch noch mit. Wir fahren jetzt dann später mal kurz in die Stadt. Ich wollte zum Hess Natur. Der ist in der Münchner Hohenzollernstraße. Das ist so ein großer Fair Fashion Laden. Wollte ich einfach mal gucken, weil ich eine Jeans brauche und vielleicht noch einen Winterpulli. Genau, einfach da mal so ein bisschen schauen. Morgen läuft meine Schwester einen Halbmarathon. Da werde ich wahrscheinlich vorbeischauen. Da nehme ich euch vielleicht einfach noch ein bisschen mit. Und ich muss auch echt mal schauen, wie lang dieses Video dann ist. Ich kann mir vorstellen, dass es echt schon eine halbe Stunde geknackt hat. Macht mir jetzt einfach gerade Spaß. Deswegen nehme ich euch jetzt heute vielleicht noch ein bisschen mit und morgen ein bisschen. Und dann schaue ich einfach mal, was so die nächste Woche bringt. Ob ich da ein bisschen mehr, ja, mitnehme, wenn ich wieder mehr Struktur, Routine habe. Oder wie ich das dann so aufziehe. Aber das ist jetzt mal so der Plan, dass ich euch eben, genau, dass ich heute noch mit euch sozusagen in die Stadt gehe und morgen dann vielleicht noch was zeige vom Münchner Halbmarathon.
Okay, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt wieder daheim sind, weil wir waren jetzt, glaube ich, so 3 Stunden in der Stadt und es ist immer total cool, aber es ist auch einfach immer sehr voll an einem Samstag und wuselig und ja, da bin ich dann auch immer ganz happy, wenn ich dann wieder so ein bisschen mehr draußen bin aus der Stadt. Außerdem hat es jetzt auch noch angefangen zu regnen und wir hatten natürlich keine Schirme dabei, das heißt, wir sind dann halt durch den Regen gerannt, gestapft und haben jetzt einfach geschaut, dass wir so schnell wie möglich heimkommen. Und jetzt ist es eigentlich ein perfekter, gemütlicher, herbstlicher Samstagabend. Aber ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt zu Hause bin. Ich wollte euch aber noch ganz kurz zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich sogar gefunden, was ich gesucht hatte. Aber zuerst mal das, was ich nicht gesucht hatte, aber schon länger wollte. Und zwar eine Decke für das Sofa. Also eine Decke wollte ich schon sehr lange haben. Und heute dachte ich mir, komm, ich schlage jetzt einfach zu. Ja, ist einfach so eine Baumwolldecke. Ist ziemlich fest. Sie ist beige. Ich muss sie jetzt aber erstmal waschen, weil mir gesagt wurde, dass sie so ein bisschen fusselt. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, dass ich überall so ganz kleine Fasern eben habe. Aber mir wurde auch gesagt, dass diese Fusseln, wenn man sie mal gewaschen hat, dass sie dann eben weg sind, weil es einfach noch von der Produktion ist. Und die ist super weich und damit freue ich mich auf gemütliche Stunden auf dem Sofa. Dann habe ich so einen Pulli gesucht und genauso einen habe ich auch schon. Nur ist der, den ich jetzt habe, der ist mir einfach zu eng geworden. Und ja, das ist sozusagen das Nachfolgermodell. Was ich an dem so cool finde, ist, dass es eine Merino-Wolle, also er ist aus Merino-Wolle. Das heißt, er ist eigentlich relativ dünn, fast schon so ein bisschen durchsichtig, aber trotzdem total warm. Also ich liebe den wirklich so im Herbst, Winter, aber natürlich auch in einem kalten Frühling, weil der eben nicht, das ist eben nicht so ein dicker Sweater oder Stickpulli, sondern eben relativ dünn. Wenn man ein Unterhemd drunter hat, ist der perfekt, also ist wirklich warm. Und ja, also ich finde es einfach gut, wenn Klamotten aus einem Material bestehen, weil einfach so Mischgewebe, ich kenne mich da leider nicht so gut aus, aber ich glaube, dass einfach so, wenn dann irgendwie noch Acryl beigemischt ist oder so, dass es einfach nicht besonders nachhaltig ist. Frag mich jetzt aber bitte nicht, warum, weil es nicht so gut recycelt werden kann oder wie auch immer. Aber ja, ich habe mit dem Vorgängermodell sozusagen schon echt richtig gute Erfahrungen gemacht. Die Qualität ist super. Klar, Hess Natur ist als Fair Fashion Marke natürlich teurer als andere. Aber meiner Ansicht nach gar nicht mal so extrem viel teurer als irgendwie Kohl's oder Arket oder wie sie alle heißen. Und da kann ich mich immer auf eine richtig gute Qualität verlassen. Und bei dem ist jetzt eigentlich nur der einzige Unterschied, dass der so ein bisschen so eine abfallende Schulter hat oder wie man das nennt. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Mode, aber es ist sozusagen nicht hier bündig geschnitten mit der Schulter, sondern so ein bisschen halt abfallend. Aber es ist trotzdem noch ein super schöner klassischer Pulli. Den hätte es auch noch in Schwarz gegeben, aber nachdem das echt so ein richtig dunkles Navyblau ist, was man wahrscheinlich auch gar nicht so sieht hier so in der Kamera, habe ich mich jetzt einfach für einen entschieden. Wenn es den noch in Grau gegeben hätte, hätte ich da auch noch zugeschlagen. Aber so habe ich jetzt gesagt, ich bleibe jetzt mal bei dem Blauen. Und dann, das war echt ein totaler Impulskauf, habe ich noch das Buch Alte Sorten von Ewald Ahrens gekauft. Davon habe ich am Anfang von meinem Blog schon erzählt, weil ich es ja auf dem Kindle gelesen habe. Und weil ich bei diesem Buch aber so sehr an eine Freundin von mir denken musste, bei der ich eben bei der Weinlese war, habe ich mir gedacht, dass ich ihr das vielleicht jetzt für den Winter kaufe und ihr eben schicke. Genau, deswegen war das einfach so ein totaler Impulskauf und ich freue mich, dass ich es gefunden habe. Und ja, wie ich ja schon in meiner 20-minütigen Intro gesagt habe, ist es einfach ein super, super schönes Buch. Ich zeige es euch mal nochmal. Also hier diese Birnen, das ist einfach so eine schöne Zeichnung. Und ich finde einfach generell dieses ganze Buch total schön. Ich finde, es ist auch ein super schönes Geschenk. Und dann, last but not least, was zum Essen. Es war auch ein Impulskauf, aber ich habe ein Schokobrötchen gesehen und dachte mir, das muss mit. Ich zeige es euch mal. Okay. Also zuerst war ich jetzt so ein bisschen so Interior, jetzt Fashion, dann Books und jetzt Food. So ein Mischmasch. Genau, also dieses Schokobrötchen hat mich angelacht. Und dann dachte ich mir so, ich muss zuschlagen. Und dann musste aber auch noch eine Zimtschnecke mit. Und zwar ist es beides
aus der Bäckerei. Echt jetzt? Die machen glutenfreie Sachen. Ich habe keine Glutenunverträglichkeit. Aber die Besitzerin von dieser Bäckerei hatte mal in einem Münchner Stadtteil in Giesing ein super cooles Café, das hieß Shotgun Sisters. Und ja, da war ich einfach dann total oft und ich war mit der Eigentümerin oder Besitzerin oder Chefin von diesem Café, habe ich mich einfach total gut verstanden, weil es einfach eine ganz, ganz coole Person ist. Und ich habe mich dann einfach sehr gefreut, als sie dann diese glutenfreie Bäckerei mitten in der Stadt eröffnet hat. Und die scheint auch sehr gut zu laufen. Und dann dachte ich mir, ich unterstütze die mal, wenn ich jetzt eh schon da bin. Genau, so, jetzt, wie gesagt, ist es 17:45 Uhr. Und ich glaube, ich werde jetzt ein frühes Abendessen machen und mir dann gemütlich machen und ja, einfach so ein bisschen auf dem Sofa chillen und runterkommen. Genau. Ich wollte mich noch mal ganz kurz melden, erstens um diesen Vlog abzuschließen und davor wollte ich aber noch mal so ein paar Worte verlieren zu den Snippets, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Und zwar war das der Münchner Marathon. Da sind am Sonntag ungefähr 20.000 Läufer einen Staffellauf, 10 Kilometer Lauf, Halbmarathon und Marathon gelaufen. Und meine Schwester und ihr Freund sind eben auch mitgelaufen, deswegen sind meine Cousine und ich in die Stadt gefahren. Meine Cousine hat mich in München besucht und wir sind dann in die Stadt gefahren, um die Läufer so ein bisschen anzufeuern. Das war ein richtig cooles Erlebnis. Ich habe das bis jetzt noch nie gemacht. Also ich habe noch nie bei so einem Laufevent zugeschaut, geschweige denn teilgenommen. Und ja, das ist, glaube ich, so das größte Laufevent im Jahr, weil die Strecke komplett durch die Münchner Innenstadt oder zum Großteil durch die Münchner Innenstadt geht und deswegen viele Umleitungen eingerichtet werden müssen und ja, natürlich dann eben auch viele Leute zuschauen und anfeuern. Und im Olympiastadion ist der Start und Ziel vom Marathon und da laufen sozusagen dann auch, glaube ich, alle ein. Also ich glaube, die 10 Kilometer Läufer, die Staffel natürlich, Marathon, Halbmarathon, ich glaube, dass alle da dann einlaufen. Und es war natürlich auch super cool, das zu beobachten. Man konnte da dann eben aufs Gelände und sich das alles anschauen. Und ja, es war eine super schöne Stimmung. Cool, das mal erlebt zu haben. Und ja, damit beende ich jetzt diesen Vlog. Ich wette, er ist mega lang geworden. Aber mir hat es jetzt einfach mal total Spaß gemacht, so ein paar Situationen aus meinem Alltag mitzufilmen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von diesem Video. Ihr könnt es auch sehr gerne kommentieren oder mir folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Und ja, ich bin gespannt, ob es mal wieder einen Vlog gibt. Also wie gesagt, es hat mir total viel Spaß gemacht. Dieser Vlog war jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Potpourri aus allen Themen. Also ein bisschen Arbeit, ein bisschen Wochenende, was ich so am Wochenende gemacht habe. Dann so ein bisschen Urlaubsgeschichten. Also ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Aber fürs Erste beende ich das jetzt. Es war lang genug. Danke, dass ihr dabei wart. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.